Hallo und herzlich willkommen Random zu einer neuen und Folge Tyranna. StarCraft 2, 2 gegen 2 auf den Feldern des Todes. Und ich bin Protoss, das heißt, wir machen heute was ganz Besonderes. Und vorher sage ich natürlich noch, zack, Happy Birthday, Zalrock. Ja, heute habe ich Geburtstag. Zalrock hat nämlich heute Geburtstag. Ich habe bestimmt sehr viel geschenkt bekommen. So eine Klopapierrolle oder sowas. Oh. Muss ich überhaupt bohren? Wir wissen Zufall, wir wissen halt nicht, was der eine ist. Also, auf dieser Map... Also! möchte ich ganz gerne was Besonderes machen. Okay, einer scouten geht reich, glaube ich. Zarek, geh du mal scouten. Ich war doch schon auf dem Weg, ich hab zurückgezogen. Ja, geh scouten, geh weiter scouten. Alles gut. Ich möchte hier... Ich werde proxyen in dieser Partie. Okay. Allerdings kein Gateway. Wobei, schon nachher, aber nicht direkt am Anfang. Denn auf dieser Map kann man was Tolles machen, das habe ich heute auf Reddit gelesen, yeah. Und das möchte ich gerne mal ausprobieren. Hat er mir nicht gesagt? Nee, weil sonst hätte das Cyborg gemacht und das wollte ich nicht. Ach Quatsch, das würde ich irgendwann machen. Ich hätte vermutlich besser hingekriegt, ja, aber... Dass das ein Bergbeil ist, könnte sogar zu Problemen führen nachher. Bautet mich jetzt, glaube ich. Weg, erstmal. Noch muss man nicht dastehen. Seid ihr ganz genommen? Nein. Ich bin ein bisschen surrounded. Das ist nicht so gut, Sarok. Ich weiß. Also es kann natürlich sein, dadurch, dass das heute hier einer der Hauptartikel auf Reddit war, dass unsere Gegner das jeder auch gelesen hat. Haben. Nein, oder dass zumindest unsere Gegner das auch gelesen haben, aber macht ja nichts. Wir probieren das. So. Ja, meine Excel wird da jetzt ein bisschen drunter leiden, was ich hier spiele, aber... Ja, wenn das funktioniert und wir am Ende gewinnen, dann ist das ja nicht schlimm. Auf jeden Fall ist es dafür gedacht, viel Schaden zu machen. Ich dachte schon zu gewinnen. Aber ja, möglicherweise auch das. Da ist die Hedge, das kann ich nicht machen. Warum nimmt er denn diese Hedge jetzt? Ja, dann kann ich das leider hier nicht machen. Gut, dann müssen wir Plan B machen. Hat scheinbar gut funktioniert. Der hat ziemlich viele Hedges hier genommen. Also wir müssen früh pushen, dann pushen wir früh. Dann frischen wir Puh. Frischen wir Puh. Dann machen wir einen Early Push, Cyborg, ne? Puh-Bär frischen, der Puh-Bär. Ja, also das müsste ich jetzt hier leider aufgehen. Dann müssen wir es beim nächsten Mal machen, wenn ich hier Protoss bin. Das war aber jetzt sehr, sehr unglücklich. Ja, er hat ja genau das gescoutet, was du verstecken wolltest, ne? Nein, er hat es ja nicht gescoutet, aber er hat halt eine Hedge genommen. Aber du weißt, wie früh da Hedges normalerweise stehen. Nämlich bei Minute 18. Aber ich spiele noch nicht gut. Regel. Ich bin noch nicht gut, muss ich zugeben, Langorex. Man könnte fast scheiße sagen. Aber immer ein Mothership Core habe ich gerade. Meine erste Einheit ist auch fertig. Ich bin ein bisschen hinten dran, muss ich sagen. Nicht so gut, weil wir wollen ja viel pushen, ne? Ich habe jetzt aber erstmal ein Mothership Core gebaut, weil ich Angst hatte, dass nach deinem gescheiterten Ding jetzt hier gleich mal nach vorne kommt. Ja, aber so gescheitert ist es ja nicht, ich habe nur ein Paladin verloren. Also ich gehe auf Zealot Arken und du gehst auf Adepten, vielleicht auf Stalker später. Oh, hier die Double Reaper sind natürlich genauso reingefahren. Nein, warum kann man denn da nicht durchfahren? Na, da unten wird er noch nichts finden. Da muss ich nicht mehr jetzt hinschicken. Oh Mann, ich will immer von deiner will ich hinschicken. Ich hoffe, du kriegst das hin, Nergorix. Ja, du musst aber ein bisschen hier auch oben mitmachen. Wie soll ich denn alles gleichzeitig machen? Das ist nicht möglich, Cyborg. Nein, dumme Worker. Der Reaper hat so viele Kills gekriegt schon. Nein, der hat überhaupt nicht viele Kills gekriegt. Doch, der hat zweimal auf Rose weggeballert. Ja, das war dann dein Pech. Da hast du dann nicht aufgepasst. Ist ja auch kein Teamspiel, ne? Ist ja, ja. Ja, ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Du hättest auch zwei Adepten, das hätten machen können. Ist die Forschung eigentlich mal bald abgeschlossen jetzt? Danke. Sag, wie sieht's bei dir aus? Wann können wir pushen? Ich habe gerade nicht genügend Mineralien. Ich habe nur das Problem, was ich die letzten Folgen immer öfter hatte, dass ich kein Geld habe. Ich kann mir nichts leisten. Also, ich wäre dafür, dass wir jetzt gleich pushen. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Komm, ich will 200 Mineralien haben für ein Warp Prism. Da kommen Linge, aber das ist in Ordnung. Ja, Linge ist kein Problem, glaube ich. Linge können wir abwehren. So schlecht aus, was Zarakan Eco hat, ist in Ordnung. Du hast doch gerade gesagt, das sieht schlecht aus. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai Lama. So. Ach, du bist der mit den Arkans, okay. Kunde fertig, jeder Kunde, alles klar. Haben wir Gateways. So, dann lass pushen. Arok. Ich dachte schon, du lässt den hier durch. Meine Einheiten sind ein bisschen lahmarschig, muss ich sagen. Tut mir ja furchtbar leid für den Nervorix. Ja, ist auch nicht gut. Wir müssen möglichst schnell rüber, weil die wissen ja, dass wir treffen. Ich habe schon wieder eine Einheit eingeladen. Da hat, glaube ich, auch nicht verstanden, dass es ein All-In ist. Deshalb expandiert er gerade. Naja, dann machen wir das halt auch. Den da, ne? Ich würde es dir bewusst. Okay, Linge in unserer Main. Overcharge, 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 Overcharge. War nicht gemacht. Das war zu spät, Zarak. Da bin ich natürlich genau vorne. Aber wir müssen eigentlich vorne drauf gehen, ne? Ja, und wieder Overcharge wäre gut gewesen, ne? Ja, ich steht da noch. Und ein Overcharge. Und hat er wieder keinen einzigen Pylon gemacht. Zarak, bau bitte an deinen Base Pylons. Willst drauf vorne, ich kämpfe die ganze Zeit. Ja, sag doch mal was. Oh, mit wem spiele ich hier im Team? Mit jemandem, der dieses Spiel nicht kann. Oder mal ein bisschen was sagen müsstest. War nicht nur ein Dingens gebaut, warum ist der nicht? Ja, wäre auch geil gewesen, hätten wir expandiert. Also hättest du eine Wall halt auch mitgemacht, ne? Wall hätte uns halt auch viel gebracht. Ja, damit haben wir leider verloren. Meinst du? Ja. Hier, du hast ja, du hast anderthalb Eco-Lines verloren, ich habe eine halbe Eco-Line, ich habe auch mehr verloren. Denn die meisten Worker stehen nur dumm rum und machen gar nichts. Das ist wieder dieses Starcraft-Phänomen der dummen Worker. Also, Zarok, da hast du dir keinen guten Gefallen getan an deinem Geburtstag. Ja, da hat Nergorix wieder verpennt, irgendwas zu sagen. Da hat Zarok seine Wall nicht gebaut. Hinten ist was! Hinten ist was! Mach das! Nee, wir müssen ja vorne drauf! Zehnmal Photon Overcharge gerufen, trotzdem nicht reagiert. Während du gesagt hast, vorne drauf gehen. Nein, das habe ich danach gesagt, als du hinten zugeguckt hast, wie die ganze Eco zerstört wurde. Doch, 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 doch. Da kannst du dich nicht rausreden, auch wenn du Geburtstag hast. Was da überhaupt passiert? Ey, 45 Sekunden Supply Block, das war schon ganz schön schlecht von Nergorix. Was ist da denn passiert bei Zarok? Der hätte überhaupt keine Armee gehabt. Und Worker, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da hat er ja natürlich weniger, ja. Man sieht hier, 46. Aber Armee, da. Ja, dann hat er, ist er stehen geblieben, das hat er ja nachher hier, mehr meine lieben Freunde, wird eingeblendet, wo Nergorix sagt in einer der ersten Folgen, ja, Worker sind ja viel wichtiger als eine Armee. Ja, aber doch nicht, wenn man ein All-In spielt. Also das hat mich schon als erstes wahnsinnig gemacht, dass du einfach die dritte Base gesetzt hast, anstatt ja, fünf weitere Gateways. Das war ein All-In, Zarok. Das habe ich auch so angekündigt. Nee, das war angekündigt als früher Push. Ja, aber ein Push unter 5 Minuten. Da darfst du keine dritte setzen, weil dann hast du auch keine Armee. Ich kann alles, ja. Zarok, Zarok, Zarok. Schon ist unser Fortschrittsbalken wieder Geschichte. Der wäre auch Geschichte gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Nee, das glaube ich nicht. Doch, das hatten wir doch gestern auch. Nee, nee. Warum finden wir jetzt keine Gegner? Was ist das denn für ein Scheiß? Wir jetzt gewinnen. Leider nicht dieselbe Map.
Das ist schon gleich am Anfang blöd gelaufen, als sie da die Double Hedge genommen haben. Wie sind die Linge eigentlich reingekommen? Warum war die Wall da nicht dicht? Ja, weil du nicht gewallt hast. Ach, jetzt bin ich wieder schuld, ja? Ja, natürlich. Ja, die große Wall kann ich nicht alleine wallen, das weißt du auch. Da musst du jetzt gar nichts so tun. Boah, ey, die muss man auch den Arsch abwischen. Du musst auch mal mithelfen. Nee, nee. So, du musst wallen. Ich weiß. Na toll, jetzt dürfen wir gleich. Ja! Zieht doch gut aus. So, wallen. Jawoll, ey. Siehst du, wenn ich walle, dann gewinnen wir. So, dann schreibe ich dir mal Thanks for wasting our time. Da muss er tatsächlich jetzt noch was schreiben, Herr Kurings. Ach ja. Haben wir mit dem Fortschrittsbalken? Ich war übrigens keine einzige Sekunde Supply blocked. Wie geht das denn? Der hat gerade angefangen und war 2 Sekunden Supply blocked. So, weiter geht's auf der Mühleseinrichtung. Wir haben das nicht rausgeschnitten. Natürlich nicht. Erklär doch mal, wie war denn das? Wie geht denn das? Wir haben keine Sekunde gespielt und der war 2 Sekunden Supply blocked. Ihn doch. Ja, ich will nicht wissen, wie das geht. Da sich so Kleinigkeiten auf. Das ist auch das Wichtigste. Oh, jetzt haben wir wieder Leute, die überhaupt nicht laden können. Ich will doch einfach nur StarCraft spielen. Ich tu doch nichts. So, diese Wall kann ich nicht alleine wallen, Sarok. Hilf mir bitte beim Wallen. Ja, das ist ja gut. Gut, dass ich das weiß. Ja, ist ja nicht so, als hätten wir diese Maps alle schon 300 Mal gespielt. Ihr merkt, es ist Geburtstagsliebe im Raum. Ja. Und Omi-Liebe bestimmt auch. Oh. Der Terraner. Das ist korrekt. Stand zumindest auf der Tafel. Okay, wir sind vermutlich dort gespawnt. Die Herzchen-Map. Ich möchte schon mal rüber. Hüpft hier und dann überall. Okay, wenn er einfach ein zweites WWF gehabt hätte und das dann zurückgeschickt hätte. Aber das glaube ich nicht. Nein. So, was ist denn dein Plan, Sarok, für dieses Spiel? Mal gucken, was du machst und dann darauf reagieren. Das ist, funktioniert aber meist nicht. Hat er recht. Aber auf jeden Fall türkische Gegner. Oder Leute, die sympathisieren mit der Türkei, auch das ist möglich. Ich vermute mal, vielleicht sind das wieder die, deren Tür ständig klingelt. Ich habe auch geschrieben, sie kämen aus der Türkei. So, ich habe ja das Standard Terran Opening gemacht, indem man den Cybernetics Correlate wieder zu haben. Ideal allerdings Standard. Sollte man idealerweise nicht das Gas da ignorieren. Ideal Standard hat er gemacht. So, also ein Zerg, ein Terraner, ne? Ja, der Terraner fährt hier auch in der Base rum, ne? Ah, lass ihn doch. Der will doch nur spielen. Der hat eine CD geschenkt bekommen zum Geburtstag von diesem Lied. Wer hat denn überhaupt gesungen? Ja. Weiß ich nicht. Irgend so eine Frau. Bist du sicher, dass das eine Frau war? Ja, definitiv hat das eine Frau gesungen. Mir ist auch ein Name im Kopf, aber wenn ich den jetzt sage und das stimmt nicht, wäre das sehr peinlich, deshalb lasse ich das lieber. Guck das nach diesem Spiel nach, dann werde ich es dir sagen. Das war nicht Britney Spears, das weiß ich. Nein, es wäre Annette Louisanne gewesen. Auch die kenne ich nicht. Es kann auch sein, dass ich mich da völlig irre. Normalerweise kenne ich mich mit so Multimedia-Scheiß total gut aus, aber die kenne ich nicht. Mothership Quest auf dem Way. Okay, 3 Rex jetzt hinterher beim Terraner. Der hat noch nie expandiert, weil ich ihn das verhindert habe. Das ist doch gut. Das ist gut. Das spricht aber für den relativ frühen Push dann erstmal. So, also ich gehe auf Adepten. Was du machst, du darfst meinetwegen auf den Stargate gehen. Solange du nicht auf Disruptor gehst, ist alles in Ordnung. Unzureichende Mineralien. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Ja, aber was anderes auch getan. Es ist ein neuer Ansager übrigens erschienen. Total Biscuit, kannst du dir jetzt sagen. Ja, wow! Er redet allerdings natürlich nur auf Englisch mit dir, wäre sonst ein bisschen bescheuert. Ja, das stimmt wohl. Ich
bin irgendwie noch nicht im Flow in dem Spiel. Das hast du schon seit mehreren Folgen gesagt. Das ist ja, das Problem. Stimmt, aber auch seit mehreren Folgen. Mir wurde übrigens. Hast du einen Stalker? Dann könntest du den da unten mal hinschicken. Nee, leider nicht. Aber ich gehe auf Adepten. Deshalb auch nicht. War das so gut? Der war so gut. Das ist gut. Ehre den Daila. Ich bin tatsächlich noch gestorben. Ich habe noch so viel weggeschickt. Schade. War da ein Protoss-Bein? Nee, ne? Nee. Nee. Immer Angst vor Oracle. Sonst hättest du schon geschimpft wegen Oracle. Nee, das mache ich immer zu diesem Zeitpunkt. Du hast ja immer noch keinen Stalker gebaut, um ihn zu vertreiben. Du darfst ihn ja nicht stehen lassen, ne? Und du musst dringend daran arbeiten, dass du an jeder Base zwei Pylons baust. Warum zwei? Damit der erste nicht einfach gesniped wird und du da nicht mehr reinwarpen kannst. Das hätte uns im letzten Spiel auch viel gebracht, tatsächlich. Vorletzten. Auch schon eine Hedge. Ich habe keine Hedge. Nein, es redet auch nicht ständig alles in Welt von dir, Zarok, auch wenn du Geburtstag hast. Das finde ich aber nicht gut. So. Ich habe wieder so wenig Mineralien übrig. Ich habe ziemlich viele Mineralien übrig, auch nicht so viel. Obwohl ich eigentlich, naja, nicht okay, nicht gute, aber obwohl ich eigentlich Economy habe. So, ich muss jetzt eigentlich expandieren. Jetzt bin ich so Flyblock. Gott, Zarok mir die Base klaut. Er hat meinen Plan durchschaut. Ihr seid auf mich angewiesen. So, komm, Frage ist, ob wir die vernünftig halt defenden können, wenn da gerade ein paar Linge stehen. Und ich bin gerade mit dem Morbus mal unterwegs. Völlig gescoutet natürlich. Warum auch nicht? Braucht er noch? Der Grand ging gerade. So. Brauchen wir auf Upgrades. Das ist eine gute Idee. Ich gehe übrigens auf Kolosse, was er mitgekriegt hat. Da habe ich gesehen. Ich akzeptiert und deshalb nichts gesagt. Irgendwo ist ein Kampf, ist aber weiter vorne, ne? Ja, ich bin gerade im Warpress mal unterwegs. Das ist gut, glaube ich. Sammeln ist durch. Also ich habe die theoretisch die Tees möglich, aber die haben Sporker gebaut, deshalb habe ich keine reingeworbt. Wir werden gescannt, Kolosse hat er nicht gesehen. Irgendwie gar nichts gesehen, oder? Mein Double Fortress hat er gesehen. Immerhin. Ja, das stimmt. Du hast immer noch hier unten keine Pylons gebaut, Zarok. Das ist so exposed gegen Drops. Das ist nicht so schlau, ist da nichts hinzustellen. Jetzt bin ich wieder Supply blocked übrigens. Double Overseer unterwegs. Das ändert die Situation natürlich ein bisschen. Kommt ein Push auf uns zu. Kommst du bitte auch nach unten zu meiner Base? Alles klar. Supply Block ist jetzt auch beendet. Ich kann wieder warpen. Ich habe aber nicht genügend Mineralien. Alter, ich bin gerade nach vorne gegangen, weil ich dachte, da kommt was. Das ist gut. Was machst du denn da vorne für Action, ey? Ja, du machst ja nie was. Als Maul. Soll ich eine dritte nehmen? Ja schon, ne? Oder? Ja, mach einfach. Lenk mich nicht immer ab. Der ist aber auch ein Teamplayer, ne? Übrigens einfach hier, ne? Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Ja, ich muss eine dritte nehmen.
Alter, das nervt mich so, dass der die ganze Zeit sagt, ja, dann mach doch mal was. Ja, ich, was soll ich machen? Du machst da vorne die ganze Zeit weit. Das dürfen wir nicht durchkommen lassen. Gut, die teast. Sehr gut, Nergorix. Du machst das alleine hier. Wie immer eigentlich. Ja, der Scan ist auch gut, wenn nichts in der Nähe steht, um mich, jetzt werde ich angerufen. Nergorix! Doppel! Nergorix, sind das deine Einheiten, die meine Einheiten dahinterherlaufen? Ich weiß nicht, wo deine Einheiten sind. Meine Armee bei uns in der Main. Sind das kann deine überall gleichzeitig sind das deine Zealots? Da habe ich wegen dir vier DTs verloren, Cyrock. Mach einfach deine Nein, das sind nicht bitte. Deine Zealots. Hast du inzwischen eine dritte? Ja, okay. Ja. Halb zumindest. Ich hab so viele Minerals. Ich hab so viele Minerals, aber so wenig Supply. Also frei. Nur Pylons. Ich hab übrigens gerade bei uns. Ein Geheimrezept. Ich glaube, vier oder fünf Changelinge rausgenommen, die in unserer Army standen, ne? Will ich jetzt einfach mal sagen. Ja, die haben halt alles gesehen, vermutlich. Aber die expandieren auch halt fleißig, ne? Und mit fleißig meine ich extrem stark. Okay, dann lass doch mal einen Push. Also eigentlich müssen wir pushen. Aber du stehst ja fein hinten immer rum und machst gar nichts. Ich bin immer der Teamplayer, ich warte, bis das Team jetzt sagt. Ich warte, bis das Team das Spiel gewonnen hat. Auch so kann man natürlich auch sagen. Ja, wir können doch vorne. Hast du Zealots in deiner Main gebaut? Nein, warum soll ich Zealots in meiner Main bauen? Da stehen nämlich deine High Templar neben Zealots. Das sind meine, das ist nicht meine Main, immer noch nicht. Okay. Meine ist gerade gebaut ohne Ende. So, wir müssen jetzt angreifen, Cyrock. Ja. Wir haben hier überall schon Bases. Lass mal hast du Detection? Du hast Detection. Ja, einen, aber wir brauchen mehr. Wir gehen jetzt hier oben rüber. Da kommen sie. Lurker. Das nicht, nicht in die Löcker rennen, nur mit den Kolossen, bitte. Kolosse dürfen da gerne reinrennen. Nicht die Kolosse gegen die Vikings alle verlieren, natürlich. Kriege ich, glaube ich, hin. Dann walk ich mal hier. Ich habe viel zu wenig Gateway jetzt leider gerade. Ich habe meine Kolosse, Dinger. Du stehst immer noch in Lurkern, das ist dir auch nicht bewusst. Ich dachte, die sind weg, mehr. Die waren doch gerade weg. Ja, weil wir keine Detection mehr haben. Weil du ja keinen Observer bauen wolltest. Die waren doch schon weg, was soll das denn? Oh Mann. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass die weg sind. Ja, hast du felsenfest überzeugt. Ja, hier stehen übrigens 1020 Changelinge rum. Genau das habe ich dich vorhin gefragt. Ja, dann klick da doch drauf. Wenn du da drauf klickst, siehst du, ob das ein Changeling ist. Dann steht da nämlich Formling oder Changeling, je nachdem, wie du die Spracheinstellungen hast. Komm! Ja, wir haben immer noch keine Detection, oder? Wer ist denn der Spieler hier mit Doppel-Robo? Ich habe eine Robo. Jetzt will, jetzt will ich auch noch verarschen. Also wenn du auf Mars Kolosse gehst, dann kannst du auch gut mal auf Doppel-Robo gehen. Ja gut, damit haben wir verloren, würde ich sagen. Ich habe noch drei Kolosse. Ja, wow. So Gegner sind gemaxed. Aber Zark hat drei Kolosse. Ja. Schon mal irgendwas, ne? Ich hab natürlich wieder kein einziges Gateway frei hier gerade. Was hast du? Ist egal, du kommst ja sowieso wieder nicht mehr. Ich bin ja, mein Buddha-Rix nennt man den auch. Ich dachte, die wären alle schon tot. Da hab ich wirklich gedacht. Oh, jetzt sind meine beiden Bases tot, weil wir nicht dahin gehen wollten. Wo ist denn der Observer? Der ist doch hier irgendwo. Sehen's doch alles. Ich wollte nur eigentlich Fokusfeuer machen.
Nein, du. Ich bin hier. So, der halbe Surround, aha. Es hat nichts mehr da. Ja, da hattest du nachher vorhin halt schon noch echt gut eine Armee, aber du bist halt komplett in die Lurker wieder weitergerannt. Ja, das stimmt. Da dachte ich nämlich, die sind weg. Ich bin hier in den Schatten. Oh Mann, Doppelzerg ist aber auch OP. Ich mache halt die ganze Zeit noch Schaden, aber es hilft halt nicht. Hast du noch irgendwas? Nee, ne? Ja, ich bin out of mineral. Ja, dann sag doch was. Bei sowas bitte einfach was sagen. Ich denke mal, du brauchst dein Zeug selbst. Man kann ja fragen. Aber ich habe halt mindestens 3 Eco-Lines jetzt zerschnetzelt, aber es hilft halt nichts. Wahrscheinlich wieder keine Detection, ne? Der ist tot. Ja, man könnte auch einen nachbauen. Ist doch schon im Bau. Ja, schon. Wenn ich dich darauf hingewiesen habe. Ich will übrigens Detection, aber wir haben nichts mehr gegen Lurker. Nicht in den Lurkern stehen, Cyrock. Ich will die Changeling hier wegmachen. Nun gut. Ja, schön. Damit hast du jetzt leider eine ganze Armee verloren, aber... Die Armee war schon so klein! Mein Leben für Ajur! Die Basis erschöpft. Die Basis. Ja gut, ich würde sagen, an dieser Stelle müssen wir dann hier leider aufgeben. Man sollte nie in Lockern stehen bleiben, können wir aus dieser Folge lernen. Allerdings. Und ich muss viel mehr mein Geld ausgeben. Ja, auf jeden Fall war es die heutige Folge. Keine schöne Geburtstagsfolge. Ich hoffe, Doppelprotos, das wird noch aufgenommen. Wir sind Doppelprotos. Bau mal einen Observer! Ist auch Protos. Ja, aber er ist natürlich für Detection verantwortlich. Tschüss. Da will er sich auch nicht rausreden. Das wird noch alles aufgenommen, ja?